Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Tiros RP. Diesmal geht's um die Brass Knuckles. Nochmal ein fettes Dankeschön an Angel Dawn, der vom Clan Regenbogen ist. Wenn ihr einen Clan sucht und clanlos seid, dann könnt ihr ruhig Regenbogen Punkt Fragezeichen joinen. Ich werde nochmal einen Link vom Clan in der Beschreibung reinhauen. In die Beschreibung reinhauen. Und ja. Okay, woher ihr sie bekommt? Ihr bekommt für 1000 ZP bekommt ihr eine Crate der Brass Knuckles. Im Black Market Store gibt's die. Black Market Store? Nein, Black Market. Einfach nur im Black Market. Oh, ein zweiter, der sie hat. Es sieht auf jeden Fall verdammt hammer cool aus in der dritten Person. Denn es sieht wirklich so aus, als ob das so ein Boxer sei. Und ja. Mir gefallen die Brass Knuckles sehr gut. Denn erstens haben die gar nicht so viele, also ich sehe nicht wirklich viele damit. Und das ist mal ein Wunder, dass hier jetzt gerade wer drin ist. Finde ich auch echt geil. Und ja, eigentlich ist es auch mein drittes Game, glaube ich, damit. Und ich kann wirklich noch nicht so gut damit spielen. Jedoch haben die verdammt gute Power. Und sind doch wirklich eigentlich genau. Aber es erinnert mich leicht an der Chris, wie sie mit rechts rechtsklick, das hier ist rechtsklick, schlägt, denn zwar ist das hier jetzt vom Knife, das kennt ihr sicherlich, also das kennt sicherlich jeder, ist vom Knife, jedoch ist sie fast genauso wie die Chris, denn sie schlägt nur in eine Richtung. Also sollte man genau damit zielen, auf, mit dem Fadenkreuz auf den Gegner. Weil sonst hat man so gut wie kaum eine Chance und trifft die ganze Zeit nicht. Also mir gefällt die Waffe wirklich, wirklich, wirklich gut. Ihr solltet sie euch auf jeden Fall holen. Ich habe auch schon drauf gespinnt. Zwar hatte ich nicht so sehr das Glück, aber trotzdem, ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Und das ist auch ein Privileg für mich. Also das ist schon was sehr Besonderes, damit spielen zu können. Einfach nur Brass Knuckles allgemein. Am besten Crossfire würde noch normale Fäuste reinhauen, also ohne diese Schlagringe. Wäre das sogar noch geiler, dann könnte man nämlich mit der blanken Haut, also mit der blanken Faust, jemanden in die Fresse hauen. Ganz gut gemacht. Und ja. Ich habe eine Stopfnase. Egal. So, vom Punkt Power her, das hier ist Linksklick, mit einmal, also ein Klick auf die linke Maustaste, macht ihr, also auf den Kopf, wenn ihr beide Schläge trefft, dann macht ihr an die 100 Damage, mit Einschlag ungefähr an die 50, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Kann man nicht genau messen, weil wie soll man davon entweichen, wenn er automatisch zwei klickt. Mir persönlich gefällt der Linksklick allgemein nicht. Denn der macht auf die Brust auch viel zu wenig Damage. Er macht an die 35 bis 40 Damage. Gefällt mir nicht wirklich sehr. Ich spiele auch gar nicht so gut damit mit Linksklick. Lieber mit Rechtsklick. Denn das ist ein bisschen vertrauter. Und das ist richtig geil, besonders mit der neuen Animation. Also, naja, was heißt hier neu, aber mit der Kill-Animation, wie die hinfallen. Besonders wenn man die in die Fresse haut. Zack. Also ja, ich kann euch sie echt nur empfehlen. Das sind atemberaubende Knife. Naja, das ist ein atemberaubendes Knife-Pack, so würde ich das jetzt behaupten. Denn das sind ja eigentlich zwei Knives. Oder eben halt werden als zwei Knives gezeigt. Auf jeden Fall, es ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, also vom Gewicht her ist wirklich leicht. Also ich würde es genauso sagen wie eine Kukri, wie eine Schaufel und eine Axt. Denn das ist wirklich kein großer Unterschied. Sind ja eigentlich alles nur Knives. Auf den Körper braucht ihr mit den Schlitzer an die 3 bis 4, habe ich ja noch nicht erwähnt, aber braucht ihr an die 3 bis 4 Schläge. Also zweimal klicken oder eben halt gedrückt halten und hoffen, ihr tötet einen. Auf jeden Fall vom Aussehen her, es sind Schlagringe mit so einem vorderen Spikes oder sowas. Auf jeden Fall sind vorne auch noch, vorne ist auch noch was dran. Ne? Richtig geil. Ich würde euch echt das nur empfehlen, wie oft ich das nur sagen kann, denn ich liebe Brass Knuckles. Allgemein die Power, alles stimmt an denen.
alles stimmt an denen, nur der Minusfaktor bei mir ist, dass sie genauso an die Wand schlitzen wie bei einem Knife. Denn ganz ehrlich, ich würde das niemals so machen. Brass Knuckles haben schon sowas verdient, so wie bei der Branch oder so. Denn die Branch hat ja sowas, als ob man wie im Mutation Mode mit diesem Slugfist da schlagen würde. Also mit den Mutanten, ja, verarsch mich, mit den Mutantenfäusten, als ob man so gegen die Wand schlagen würde. Das wäre viel besser so gemacht, anstatt diese Knife-Schlitze in der Wand reinzuhauen und dennoch einen besseren Sound, denn das hört sich echt nicht geil an. Die hätten eher so einen Slugfist machen sollen. Naja, ich denke mal, das war's von mir. Joint einfach mal Regenbogen, wenn ihr clanlos seid. Macht einfach da mal Adly, seid auf dem TS, macht Probe und alles. Und dann, ja, dann wünsche ich euch viel Glück und bis zum nächsten Mal. Vergesst mich nicht zu abonnieren auf meinen neuen Channel, auf meinen alten natürlich deabonnieren, wenn ihr da den abonniert habt. Und wenn ihr Benjo Fittimo abonnieren würdet, so wie Nerd Academy LP. Tschüss.